Damen und Herren Abgeordneten, Herr Kollege Komnik, zwei, drei Vorbemerkungen. Für Sie als Rechtsanwalt ist das ja rechtlich auch klar. Wir leben in einer demokratisch gewählten Stadt, in dem sind die Regularien im Bundesrat klar. Und da gibt es eine Anzahl von Stimmen, die man braucht, wenn man Mehrheiten erzielen will. Wenn die Stimmen nicht da sind, haben Sie die Maghreb-Staaten nicht. Ich bin jetzt optimistisch, dass im Rahmen der Veränderungen, die es in den letzten Wochen gegeben hat, möglicherweise die Stimmverhältnis zum Thema Maghreb-Staaten anders ausgehen wird. Also das wollen wir mal in den nächsten Wochen sehen. Das Thema wird uns ja weiter befassen. Zum anderen kann man ja Wünsche haben, aber es gilt in der Bundesrepublik Deutschland auch das geltende Recht. Und das ist ganz klar geregelt, wie das ist für Flüchtlinge, die aus welchen Gründen auch immer keinen Pass besitzen. Die können Sie nicht einfach in eine geschlossene Einrichtung nach derzeit geltendem Recht so ohne weiteres bringen. Dazu bedürfen Sie Entscheidungen seitens der dementsprechenden Institution. Aber das sind ja Fragen, über die wir derzeit sehr intensiv diskutieren. Das Thema Flüchtlinge hat in der politischen Diskussion der letzten Monate schrittweise an Bedeutung verloren. Hauptgrund dafür ist der schon vor über einem Jahr extrem stark zurückgegangene Flüchtlingszuzug. Das ist letztendlich der Erfolg der konsequenten Flüchtlingspolitik der Bundesregierung, der starken Unterstützung durch die Länder, der strengeren Asylgesetzgebung, die Bekämpfung von Fluchtursachen und auch das Abkommen mit der Türkei, das viele kritisieren, für das aber noch niemand, jedenfalls mir nicht bekannt, vernünftige Alternativen derzeit vorgelegt hat. Das Märchen von der unkontrollierten Zuwanderung stimmt schon seit dem Frühjahr 2016 nicht mehr. Und ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass auch die Kollegen der Fraktion der AfD zumindest das Thema, was die unkontrollierte Zuwanderung betrifft, auch akzeptieren, dass das in der Form nicht mehr stattfindet. Richtig ist aber eben auch, wir haben nach wie vor große Probleme bei der Rückführung. Überall in Deutschland, nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, grundsätzlich. In einigen Ländern ist das möglicherweise auch Einstellungssache. Ob ein Land effektiv abschiebt oder nicht, ist zunächst von den Entscheidungen der politisch Handelnden abhängig. Da gibt es durchaus den einen oder anderen mit einer angezogenen Handbremse. Aber grundsätzlich haben alle die Regularien die gleichen. In Mecklenburg-Vorpommern haben wir das Problem der angezogenen Handbremse nicht. Die Landesregierung ist sich einig, zu einem gerechten und fairen Asylsystem gehört eben auch die konsequente Rückführung abgelehnter Asylbewerber. Doch der Teufel steckt in der Frage im Detail. Die größten Rückführungshindernisse sind nach wie vor fehlende Reisedokumente und ärztliche Atteste. Für mich persönlich ist das größte Hindernis der zweite Fall, will ich durchaus sagen. Da kann unser Land auch mit den größten Anstrengungen und eigenen Regularien nicht viel ausrichten. Seit zwei Jahren diskutieren wir über mehr Abschiebungen. Seit zwei Jahren überlegen Bund und Länder gemeinsam, was wir besser machen können oder eben anders. Und trotzdem steigt die Rückführungsquote für meine Verhältnisse zu langsam. Ich kann Ihnen jetzt auch keinen großen Durchbruch versprechen, der alles ändern wird. Es sind eben letztendlich offensichtlich die vielen, manchmal mühsam erzielten, zahlreichen kleinen Schritte, die wir gehen müssen, um hier, ich will nicht von der Frage der Optimierung reden, aber von einer Verbesserung, von einer deutlichen Verbesserung reden zu können. Das Konzept der sicheren Herkunftsländer gehört zweifelsohne dazu. Die Ausweitung auf die Maghreb-Staaten scheint im Bundesrat, so hoffe ich jedenfalls, in Zukunft mehrheitsfähig zu sein. Das hat lange, lange gedauert. Wichtig ist, dass die Herkunftsländer die notwendigen Passersatzpapiere schnellstmöglich zur Verfügung stellen. Ich weiß, dass sich die Bundesregierung mit diesen Staaten in intensiven Verhandlungen befindet, aber für mich ist das auch ein sehr, sehr langer Zeitraum, bis wir da zu einem erfolgreichen Ergebnis kommen. Da werden Kontakte gepflegt, da wird motiviert, da werden aber auch nur Daumenschrauben angezogen. Letztlich sind wir hier aber vom Wohlwollen von den Behörden ganz unterschiedlicher Entwicklungs- und Schwellenländer abhängig. Das kostet nicht nur Nerven, das kostet Zeit und ist vor allen Dingen auf der Ebene der Bundesregierung verankert. Und auch da wird man sich grundsätzlich darüber verständigen müssen, wie man mit Entwicklungsländern umgeht,
die nicht kooperativ in dieser Frage sind. Das ist eine Entscheidung, die muss der Bund früher oder später treffen. Und das kostet eben, wie gesagt, nicht nur Nerven, es kostet Zeit und im Fall Amri leider eben offensichtlich auch Menschenleben. Neben allen Fehlern, die bei dem Attentäter gemacht wurden, fehlte es bis zuletzt schlicht an Passersatzpapieren. Auch das gehört zur Wahrheit dazu und das darf definitiv nicht sein. Ein wichtiges Instrument ist darüber hinaus die Rückkehrberatung, die hier in den Ausführungen bisher nicht zum Trage kam bei ihm. Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern festgestellt, dass wir umso größere Erfolge erzielen, je früher die Beratung beginnt. Deshalb werden schon bei der Registrierung der Flüchtlinge Rückführungsgespräche durchgeführt. Die hierbei sehr hilfreiche Rückkehrförderung REAG wird vom Land im Jahr 2017 mit 130.000 Euro unterstützt. Hinzu kommen noch weitere Maßnahmen, wie beispielsweise zur Reduzierung von Fluchtanreizen. Aber das sind ja alles Fragen, die Sie vermutlich kennen. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine weitere Möglichkeit bietet § 61 Absatz 2 Aufenthaltsgesetz. Dort heißt es, die Länder können Ausreiseeinrichtungen für vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer schaffen. Das haben Sie ja offensichtlich aufgegriffen und hier in Ihren Ausführungen auch angesprochen. An sich ist das ja ein grundsätzlich guter Ansatz. Und ein Bundesausreisezentrum fände ich persönlich sogar noch besser. Aber beim besten Willen für Mecklenburg-Vorpommern ist das derzeit jedenfalls nichts. Schon heute müssen viele Personen in unserer Erstaufnahmeeinrichtung bleiben und werden eben schon seit Längerem nicht mehr auf die Kommunen verteilt. Dazu gehören Personen aus sicheren Herkunftsländern ohne Bleibeperspektive und dazu gehören auch die sogenannten Dublin-Fälle. Diese Personen werden nicht nur in Nostorf-Horst, sondern auch in Sternburg-Hochholz untergebracht. Die Zentralisierung dieser Person dient eben genau dieser effektiveren Rückführung. Alles für die Rückführung Notwendige, von der Beratung bis zur Betreuung und dem Kontakt mit den Behörden, wird in der Erstaufnahmeeinrichtung gewährleistet. Letztlich können wir an beiden Standorten noch ein Schild mit der Aufschrift Zentrale Ausreiseeinrichtung anbringen. Inhaltlich würde sich an dem Verfahren und an dem Umgang, den wir in diesen beiden zentralen Orten haben, nichts ändern. An dem Problem, die wir bei den Rückführungen hatten, würde sich dadurch auch nichts ändern. Ich mag gar nicht ausschließen, dass für bevölkerungsreiche Länder solche Ausreiseeinrichtungen sinnvoll sein könnten. In Mecklenburg-Vorpommern gab es jedoch seit Jahresbeginn gerade mal einen Zugang von gut 1.300 Asylbewerbern, von denen ein Großteil ja auch eine Bleibeperspektive hat. Das sind ja nicht alles nur Flüchtlinge, die rückkehrpflichtig sind. Das sind einfach nicht die Zahlen, die eine separate Einrichtung mit der gesamten Infrastruktur rechtfertigen. Deshalb, ich lehne ein Landesausreisezentrum zur jetzigen Zeit bei den jetzigen Zugangszahlen ab. Ob und wann ein Bundesausreisezentrum oder mehrere Bundesausreisezentren eingerichtet werden, bleibt abzuwarten. Aus meiner Sicht, das habe ich vorhin schon erwähnt, spräche vieles für solche Einrichtungen, aber Wunder darf man sich unterm Strich von solchen Zentren auch nicht erhoffen, solange Fragen Passersatzpapiere und Gesundheitsatteste nicht grundsätzlich geregelt werden. Viel wichtiger ist daher die Umsetzung der Beschlüsse der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidenten vom 9. Februar. Dieser Beschluss ist ja im vorliegenden Antrag auch erwähnt. Er enthält zahlreiche Prüf- und Arbeitsaufträge, die Bund und Länder gemeinsam angehen. Es finden regelmäßige Bund-Länder-Arbeitsgruppen zu den einzelnen Themenbereichen statt, in denen bisherige Defizite analysiert und verbesserte Verfahrenswege erarbeitet werden. Auch das Zentrum zur Unterstützung der Rückkehr, das sich ZUR, also ZUR nennt, hat bereits am 13. März 2017 die Aufbauphase begonnen und ist seit dem 12. Mai diesen Jahres in Wirkbetrieb. Ein Mitarbeiter aus Mecklenburg-Vorpommern ist auch in dieser zentralen Einrichtung zur Unterstützung der Rückkehr tätig. Das ZUR, wie es heißt, wird in 5 Arbeitsbereichen tätig sein. Das sind die Beschaffung von Passersatzpapieren in
sogenannten Problemfällen, die Planung und Umsetzung von Charterflügen, die Verbesserung der Kooperation zwischen Bund und Ländern bei der Förderung der freiwilligen Rückkehr, die Klärung von Abschiebe- und Vollzugshindernissen und die Erarbeitung von praktischen Best-Practice-Handreichungen. So wie das so angelegt ist, kann es, das hoffe ich und das wünsche ich mir auch, durchaus zu einem Erfolg werden. Aber wie gesagt, seit 17. Mai erst im Wirkbetrieb, müssen wir mal sehen, was die Ergebnisse nach, sagen wir mal, einem Vierteljahr dann praktisch heißen. Die Kooperation muss aktiv sein und darf letztendlich sich nicht durch Kirchturmdenken behindern lassen. Es hängt also alles an den Akteuren. Ich bin da guter Dinge, die Mitarbeiter sind stark motiviert. Sie alle wollen, dass das deutsche Asylrecht nicht mehr unterlaufen, missachtet und gar missbraucht wird. Sie wollen den Rechtsstaat durchsetzen und damit letztendlich unterm Strich auch die Akzeptanz für das Asylsystem erhöhen. Deshalb arbeiten Sie mit Hochdruck an Verbesserungen und bohren auch an ganz, ganz dicken Brettern, die man vielleicht eher hätte anfassen sollen. Aber es bringt nichts, immer nach hinten zu gucken. Wir müssen hier uns für die Zukunft aufstellen. Ich bin jedenfalls zuversichtlich, dass wir in den kommenden Monaten auf diesen Gebieten zahlreiche und vor allen Dingen deutliche Fortschritte erzielen werden. Wir sind da jetzt auf einem guten Weg. Die Einrichtung einer zentralen Ausreiseeinrichtung im Land wäre jetzt, glaube ich, der falsche Ansatz. Sie würde große Ressourcen binden, eingespielte Verfahren und Abläufe durcheinanderwirbeln und den Fokus von den tatsächlichen Problemen ablenken, wohlbewusst bei den Zahlen, über die wir gerade gesprochen haben. Das können wir uns und sollten wir uns derzeit nicht erlauben. Das wäre auch nicht im Interesse, liebe Kolleginnen und Kollegen der AfD. Insofern empfehle ich, den vorliegenden Antrag abzulehnen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.